herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect und dem Pocket Monster Update am 26.05.2019. Gestern ist ja der Lapras Raid Day zu Ende gegangen und wie vielleicht schon einige wissen, wird uns Vesprit in Kürze verlassen, und zwar am morgigen Montag. Aber keine Angst, Niantic hat schon nachgekartet, wir wissen schon, was die nächsten drei Raid-Pokémon werden. Wir werden hauptsächlich alte Bekannte wiedersehen, allerdings einen davon im neuen Glanz. Aber bevor ich in die Details gehe, wie immer gilt, schreibt mir gerne in die Kommentare euer Feedback, wie ihr das aktuelle Konzept der PMU findet. Und wenn ihr schreibfaul seid, lasst gerne einen Daumen hoch oder runter da. Und wenn ihr die Infos eurer Raid-Gruppe nicht vorenthalten wollt oder euren Freunden sogar, dann teilt das Video, als gäbe es kein Morgen. So, zurück zu den Raids. Eine legendäre Rückkehr steht an. Und zwar werden Cresselia, Kyogre, / Kyogre und Groudon in den Raids zurückkehren. Cresselia wird am 27. Mai in den Ring steigen und wird dann von Kyogre am 18. Juni ausgetauscht und Groudon wird dann für Kyogre am 27. Juni einsteigen. Die Besonderheit hier, alle drei sind shiny. So, einige werden gezuckt haben, ja, Cresselia auch. Das wird das erste Mal sein, dass Cresselia auch in shiny sein kann. Was ich jetzt langsam so hoffe, könnte es dann auch demnächst ein Rayquaza in Shiny geben? Das wäre super, weil das ist ein Fan-Favorite und mal ganz ehrlich, es sieht halt eben auch einfach super aus. So, zwei kleine Follow-Up-News zur letzten PMU. Das Uniqlo-Sieger-Shirt wurde disqualifiziert. Also das, was ihr hier seht, das Garados mit den Carpador drunter. Und zwar wurde der Sieger nachträglich disqualifiziert, weil das Design vorher bereits vertrieben war. Das bedeutet, das Sieger-Shirt wird auch nicht ins Spiel eingebaut. Es wird wahrscheinlich schon im Spiel schlummern, aber wir werden es ohne legale Mittel im Spiel nicht unserem Charakter anziehen können. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt kein richtiges Follow-up. Das bedeutet, der zweite Platz bleibt zweiter Platz und der dritte bleibt dritter. Wer an Wettbewerben dieser Art teilnimmt, sollte vielleicht ein bisschen überlegen, ob er das wirklich macht, weil jetzt hat so ziemlich keiner was davon, was ich einfach nur schade finde. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Hättet ihr euch richtig drauf gefreut oder hofft ihr einfach nur, dass es jetzt ein paar mehr Shirts gibt als nur bunte Hemden? Nächstes Follow-up, und zwar könnte es sein, dass wir jetzt die Community-Day-Attacke von Letaking kennen. Und zwar durch einen Leak vom Twitter-Account von Pokémon Go Taiwan. Der schmeißt Body Slam in den Ring. Was haltet ihr von der Attacke Body Slam für Letaking? Es ist schon eine mächtige Attacke und naja, Letaking hat halt eben auch einen sehr hohen Angriffswert. Es ist immer noch eins der Pokémon, das die größten WP haben kann. Vielleicht sogar die höchsten WP. Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Trainer Tipps hofft natürlich auf den Einzug von Fähigkeiten bis zum Community Day, aber das wäre jetzt doch schon ein bisschen kurzfristig, nochmal das komplette Kampfsystem umzuprügeln. Gerade wohl Niantic ja erst das PvP-System und ein paar statusverändernde Attacken hinzugefügt hat. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. So, und dann wären wir auch schon am Ende der PMU heute und erzählt mal, wie verlief euer Lapras Day? Ich habe insgesamt 15 bis 16 Raids gemacht, ich habe keine Raid-Pässe mehr, habe allerdings zwei Shinies rausgezogen, eins davon sogar 93%, das heißt Nessie. Und vor allem erzählt mir, wie seid ihr an den Community Day rangegangen? Seid ihr an die Raids rangelaufen? Seid ihr extra dafür in eine andere Stadt gefahren, weil ihr dann doch etwas zu sehr dorflich wohnt? Würde mich mal einfach interessieren, wie ihr spielt, die Leute, die hier zuschauen. Und schon ist die PMU wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung und Daumen hoch und runter da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge zum Konzept habt. Und verratet mir, soll ich euch vielleicht auch in Zukunft... Soll ich euch in Zukunft vielleicht auch ein paar andere Kniffe verraten, wie zum Beispiel die maximalen WP, die ein Pokémon haben kann, um 100% in Raids zu sein? Würde mich mal interessieren, ob ihr so detailversessen seid. Ich persönlich kann mir die eh nicht merken. Entsprechend habe ich sie ehrlich gesagt auch immer rausgelassen. Aber wenn ihr die haben wollt, lasst es mich wissen und ich schaue, was ich machen kann. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Vielleicht habt ihr dann auch schon ein Shiny Cresselia und die ganze News war eigentlich total für die Katz. Ist mir aber egal. Ich bin und bleibe wie immer euer Neuzugang Alex.